Ernesto, der Start in die Rücksaison glücklich mit 3:0, vielleicht ein bisschen zu hoch ausgefallen, was meinst du? Nee, zu hoch war es nicht, auch in der Vorbereitung, wir haben super trainiert, wir haben super Spiele gemacht, wir waren heiß drauf und ja, wir sind einfach geil, jetzt vorne die Tore zu machen und ja, wir haben heute die Chancen genutzt und wir haben die reingemacht. Du hast das erste, vielleicht das wichtigste Tor geschossen. Kannst du ein paar Worte dazu sagen, wie du es gemacht hast? Ja, es war ein wichtiges Tor für mich. Es ist mein erstes Pflichtspieltor für den CFR und ich bin sehr glücklich. Und ja, ich glaube, es war auch ein, soll man sagen, das Tor, das wir weitergemacht haben. Und danach kamen einfach die anderen Tore. Und ja, wir haben es dann glücklich das Spiel gewonnen. Was habt ihr euch jetzt für die Rücksaison vorgenommen? Wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Wir haben uns nichts vorgenommen. Wir wollen einfach hier die 3 Punkte jedes Spiel holen. Und am Ende sehen wir weiter, wo wir sind. Was hat sich in der Winterpause getan an Veränderungen? Kannst du dazu vielleicht ein paar Worte sagen? Verändert hat sich nicht viel. Wir haben einfach immer hart trainiert. Wir wollen einfach besser werden, jeder Spieler. Und ja, jeder ist heiß drauf, jeder will spielen. Ernesto, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön.